Yo, 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 hier ist wieder Felix von Elektrofame. Heute mit dem Xiaomi Mi 3. Das Xiaomi Mi 3 gibt es ja schon etwas länger auf dem Markt, aber wir glauben immer noch, dass es ein Phone mit den Hammer-Specs ist und das würde ich euch gerne jetzt hier mal in den nächsten 15 Minuten mit einer ausführlichen Review zeigen. Das Gerät hier kommt in einer relativ einfachen Verpackung, sage ich mal. Hier auf der Rückseite haben wir ein paar Angaben zu den Specs. In dem Fall haben wir hier die Version mit 2 GB RAM und 64 GB ROM. Das Ganze ist nicht erweiterbar mit MicroSD-Karte, denn hier ist kein Steckplatz vorhanden. Zusätzlich haben wir hier einmal den Snapdragon 800 Prozessor, getaktet mit 2,3 GHz. Auf alle weiteren Sachen werde ich jetzt einfach mal später während meiner Review eingehen. Also wie ihr sehen könnt, relativ schlicht gehalten hier in braunem Kartonpapier, sag ich mal, oder brauner Pappe. Im Inneren haben wir dann einmal hier das Xiaomi selber, sowie einmal ein Pin zum Entfernen der SIM-Karte. Dann zusätzlich einmal hier eine Bedienungsanleitung, ein einfacher Quick Guide in Chinesisch. Also falls ihr hier Probleme mit dem Verständnis habt, könnt ihr natürlich jederzeit auf uns zurück uns jederzeit anschreiben und wir werden dann so schnell wie möglich zu euch zurückkommen oder ihr hinterlasst einfach unter unserem YouTube-Video einen Kommentar und wir werden dann darauf antworten. Okay. So, dann einmal hier enthalten das Netzteil. Das Netzteil ist in dem Fall hier mit amerikanischen Stecker. Falls ihr aus Europa bestellt, packen wir dann natürlich wie immer unseren europäischen Adapter rein. Hier ganz einfach mit USB-Eingang. So wie einmal hier das Kabel für den Datentransfer und welches gleichzeitig zum Aufladen dient. Das ist in dem Fall USB zu Micro-USB, wie so oft. In diesem Fall gibt es auch noch kostenlos von uns mit dazu einmal hier eine Rückenabdeckung. Die ist hier ein bisschen angeraut, sage ich mal, und liegt sehr gut in der Hand, also ist sehr griffig dabei. Hat jedoch keine vordere Abdeckung, wie man sehen kann, ganz einfach gehalten. Dafür gibt es auch noch mal zusätzlich, kostenlos auch mit dabei, hier einen Displayschutz, in dem Fall aus getempertem Glas. Und wie ihr sehen könnt, der ist wirklich robust hier. Der ist gut gemacht und auch relativ kratzfest. Wir haben es hier schon mal ausgetestet, also auch wenn ich hier mit Sachen drauf gehe, wir haben hier keinen Kratzer auf der Oberfläche. Also wirklich sehr robust und wenn wir das hier vorne auflegen, dann besteht da wirklich keine große Gefahr mehr, dass da was passiert. Denn zusätzlich besitzt das Xiaomi Mi 3 auch ein Corning Gorilla Glass 3, was ja auch schon super resistent und kratzfest ist. Einmal einen Blick auf das Gerät selber hier. Hier haben wir einmal die Dimension 144 mm x 73 mm x 8,1 mm bei einem Gewicht von 145 Gramm. In dem Fall hier ein Full HD 5 Zoll Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln bei einer Dichte von 480 dpi. Wie schon zuvor erwähnt, es ist hier ein Corning Gorilla Glass 3, super resistent, kratzfest. Wir haben hier auf der Vorderseite einmal einen 2-Megapixel-Shooter sowie auf der Rückseite einmal einen 13-Megapixel-Shooter mit doppeltem Autoblitz. Auf der rechten Seite einmal hier der Lautstärkeregler sowie der An- und Ausschalter sowie einmal oben hier unseren Steckplatz für die SIM-Karte. In dem Fall ist das Xiaomi nur mit einem SIM-Kartensteckplatz versehen und wir haben hier neben, wie wir sehen können, einmal den 3,5 mm Klinke-Eingang. Hier unten befindet sich einmal der Lautsprecher sowie einmal der Micro-USB-Eingang und auf der linken Seite nichts, einfach blank gehalten, sowie einmal hier unten das Xiaomi-Logo.
Im Inneren ist hier zusätzlich ein 3050 mAh Akku fest verbaut, also wir können ihn nicht rausnehmen, ganz einfach. Zusätzlich steht hier NFC und Bluetooth 4.0 zur Verfügung und wir haben hier oben auch eine LED-Benachrichtigungsanzeige, die man im Moment nicht sieht, aber da werde ich später noch mal einmal kurz zu kommen. Im Inneren ist hier ein Snapdragon 800 Prozessor getaktet mit 2,3 GHz verbaut sowie 2 GB RAM und in diesem Fall haben wir die Version mit 64 GB ROM. Wie auch schon zuvor erwähnt, hier haben wir keinen SD-Kartensteckplatz. Wie wir sehen können hier, ist die Oberfläche ist nicht die gewohnte Android-Oberfläche, denn in dem Fall haben wir hier eine hauseigene Custom-ROM, und zwar die MIUI V5, basierend auf Android 4.3. So, einmal einen ganz kurzen Blick hier. Wir checken jetzt mal ein bisschen die Performance und die Funktionen des Phones aus. Also, wenn wir hier einmal das Display entsperren wollen, haben wir gleich die Möglichkeit, direkt auf unsere Kamera zuzugreifen, das Tastenfeld zum Telefonieren oder den Messenger oder natürlich ganz einfach auf das Menü. In diesem Fall gibt es hier nur das Homescreen. Wir haben nicht die Möglichkeit, hier nochmal in ein Untermenü zuzugreifen. Dann einmal hier vielleicht einen ganz kurzen Blick auf unsere Notification Bar. Da können wir hier auch einmal direkt auf unsere Funktionen zugreifen. Wir haben hier, können das Bluetooth einschalten, wir haben den Flugmodus, wir können die Autorotation einstellen. Es sind wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten hier vorhanden, direkt auf unsere Einstellungen zuzugreifen. Und hier über den Punkt More können wir auch nochmal weitere Funktionen anwählen. Hier die Notification Bar, wie gesagt, hier ist im Moment nicht viel. Okay, dann nochmal einmal ganz kurz hier einen Blick auf die Sprachen. In diesem Fall muss ich sagen, viele Shops vertreten das Gerät nur mit Chinesisch und mit Englisch. Hier haben wir wirklich sehr, sehr viele Sprachen weltweit vorinstalliert. Ich werde das auch mal gleich direkt machen und werde hier direkt mal auf Deutsch umstellen. Also wie ihr sehen könnt, wirklich weltweit sehr, sehr viele Sprachen vertreten. Okay. So, dann würde ich sagen, als nächstes checken wir doch einfach mal hier aus, vielleicht noch einmal über das Telefon. Okay, wie ihr sehen könnt, hier die Android 4.3 Version, jedoch basiert das Ganze nur auf der Android 4.3. Wir haben hier eine hauseigene Custom-ROM, das ist die MIUI V5. Daher seht ihr halt auch den gesamten Unterschied hier der Oberfläche. Ich finde es sehr cool, mir gefällt es wirklich gut. Hier nochmal den Informationen zum RAM, 2 GB RAM und einmal hier der Snapdragon 800 Quad-Core Prozessor getaktet mit 2,3 GHz. Dann einmal einen ganz kurzen Blick raus. Wir haben hier auch die Möglichkeit über DND unser Gerät direkt auf lautlos bzw. auf Vibration während der Nacht umzuschalten. Das ist ganz nett. Das heißt, wir müssen nicht großartig in die Settings gehen, sondern können ganz einfach über unsere Notification Bar einmal DND anwählen und damit wird dann diese Funktion eingestellt. Okay, einen ganz kurzen Blick hier einmal, was ich auch sehr schön finde. Wir können auch hier die Farbe unserer LEDs anwählen, unserer LED-Notification bzw. unserer LED-Benachrichtigungsanzeige. Das werde ich euch einmal ganz kurz hier zeigen. Wie ihr oben sehen könnt, rechts jetzt leuchtet jetzt einmal kurz rot auf. Ich habe jetzt hiermit sozusagen für die Nachrichten die Farbe geändert. Wir können das einmal für eingehende Gespräche und einmal für eingehende Nachrichten natürlich auch nochmal die Farbe ändern. Ein bisschen mehr hier zu der Hardware-Infos. Wir haben hier einmal AnTuTu Benchmark durchlaufen lassen und jetzt werdet ihr sehen, also mit 43.370 Punkten ist das wirklich ein Hammerergebnis. Wir gehen mal einmal zum Ranking. Da sehen wir einmal ganz kurz, gehen wir mal einfach in die Top 20 und da sehen wir schon,
Also, wir sind hier wirklich auf einer Ranking-List. Es gibt noch eine bessere Ranking-List, Barchart. Also, hier auf der Barchart sehen wir, wir sind hier wirklich die Nummer 1. Also, das Phone liegt sogar vor dem Galaxy S5. Ich suche gerade hier vor dem Note 3, vor dem Lenovo K900, vom Nexus 4. Also, wirklich Hammer-Hammer-Specs hier. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Okay, einmal zu den Device-Infos hier. Wie gesagt, hier das Xiaomi Mi 3 basierend auf Android 4.3 Betriebssystem. Zusätzlich einmal hier die Auflösung ist 1080x1920 Pixeln. Wir haben hier einmal den Qualcomm Snapdragon MSM8274AB plus einmal die Adreno 330 Grafikkarte. Okay, zurzeit stehen hier 789 MB zur Verfügung als RAM. Wir haben hier noch ein System zurzeit 52,48 GB zur Verfügung. Wie ich gesagt habe, das hier ist ja die Version mit 64 GB ROM. Es gibt auch eine Version mit 16 GB ROM. Wir haben beide bei uns im Shop. Okay, noch einmal ganz kurz hier einmal die Information. Also wie gesagt, ein Full HD Display, die Auflösung 1080x1920 Pixeln, 5 Zoll IPS Display mit einer Dichte von 480 dpi. Einmal nochmal die Informationen mit der Kamera. Wir haben hier auf der Rückseite die 13,1 Megapixel Kamera sowie auf der Vorderseite die 2,1 Megapixel Kamera. Es werden sehr, sehr viele Sensoren auch hier unterstützt. Das zeige ich euch auch nochmal hier unten. Also es ist, wir haben den Direction Sensor, wir haben den Giro Sensor, den Beschleunigungssensor, den Helligkeitssensor, E-Kompass, den Annäherungssensor. Es ist wirklich alles hier vertreten. Giro Sensor, alles wird unterstützt. Okay, noch einmal hier zum Abchecken die Hardware-Info, einfach einmal alles abzugleichen. Wie wir sehen können, auch nochmal hier Android 4.3, Display-Auflösung 1920x1080, Memory ca. 2 GB, dann die 13-Megapixel-Kamera auf der Rückseite sowie die 2,1-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite. Okay, in dem Fall hier 20 Sensoren, die unterstützt werden. Dann einmal einen ganz kurzen Blick hier auf unseren Multitouch-Tester. Also in dem Fall, wie wir sehen können, haben wir hier ein kapazitives 10-Punkt-Multitouch-Display. Dann einmal als nächstes hier bei uns den Root-Checker. Okay, wie wir sehen können, ist dieses Gerät nicht geroutet. Das heißt, falls ihr hier Custom-ROMs aufspielen wollt, dann werdet ihr die Garantie unsererseits verlieren. Bitte behaltet das im Kopf. Okay, dann als nächstes einmal der GPS-Tester. Und jetzt wird es auch nochmal interessant. Deswegen, ich muss einfach sagen, das Gerät hat mich wirklich top überzeugt. Gerade aufgrund auch der GPS-Leistung. Beim letzten Mal sogar drin wurden wirklich super schnell hier relativ viele Satelliten gefunden. Einer ist jetzt schon direkt in Gebrauch, zwei in View. Ich werde euch einmal ganz kurz verlassen und ihr werdet sehen, ich werde nicht mal die Kamera ausstellen müssen, denn es geht wirklich super schnell hier. Okay, das war's dann auch schon. Also wir sehen können, nach ein paar Sekunden werden hier direkt mit 11 Kontakt aufgenommen. Wir haben direkt eine Genauigkeit von 20 Fuß, also ein paar Metern. Wir können hier noch einmal unseren Standpunkt sehen. Das ist hier in dem Fall Shenzhen und wie ihr seht, es ist wirklich super, super, super. Also 1A GPS hier. Einfach Top-Leistung, kann man wirklich nicht sagen in der Hinsicht. In dem Fall, wir haben hier natürlich auch den Play Store vorinstalliert. Das heißt, ihr könnt hier jede Menge Apps direkt aus dem Play Store runtersaugen. Das ist absolut kein Problem. Dann einmal als nächstes hier vielleicht einen kurzen Blick hier aufs Spiel. In dem Fall mal einmal Ridge Racer, mal ein bisschen was Neues. Wir haben ja sonst immer bei uns Asphalt 8.
also super Lautstärke hier auch. Okay. Ridge Racer hat auch hier sehr hohe Ansprüche an die Grafikkarte. Also wir werden das sehr gut umzutesten, mal sehen, zu sehen, was hier die Grafikkarte und der Prozessor so drauf hat. Oh. Also wie ihr sehen könnt, hier alles wirklich super läuft, ohne Verzögerung, super Farben hier und auch das Ganze auch wirklich super, super scharf. Auch wenn ich hier näher rankomme, wir können hier wirklich bei diesem Display keine Pixel erkennen. Es ist wirklich ein Hammer-Display. Der Einzige, der hier jetzt mal wieder nicht drauf hat, das bin ich. Aber es ist auch mal ein bisschen schwierig, hier hinter der Kamera zu spielen. Okay, ich würde sagen, das soll auch erstmal reichen hier für den Moment. Okay, dann im nächsten Schritt einmal hier einen kurzen Blick auf die Kamera. Da bin ich jetzt etwas verwundert, dass hier nicht so schnell anvisiert wurde automatisch. Okay. Was auch super geil gemacht ist beim Xiaomi ist, wir können in dem Sinne Serienaufnahmen machen. Das gefällt mir auch wirklich, wirklich gut. Ich stelle dazu mal einfach, oh, und wir können hier auch ranzoomen und rauszoomen über den Lautstärkeregler. Wie ihr hören könnt jetzt, ich mache einfach mal eine Serienaufnahme hier. Und zap. Ich habe gleich hier 27 Bilder gemacht, also das ging super, 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 super schnell. Einmal kurz hier auf unser Foto vom Anfang und wie ihr sehen könnt hier, auch wenn ich reinzoome, ist es wirklich super scharf. Wir sehen hier die einzelnen Staubkörner auf der Oberfläche. Es ist wirklich, wirklich gut gemacht hier, die Kamera auf der Rückseite. Also 1A-Fotos wirklich möglich hier. Hier nochmal auch ein paar Fotos von draußen, die wir hier gemacht haben. Und auch wenn ihr, wie ihr seht hier, wenn ich hier rangehe, also es sind wirklich so gut wie keine Pixel erkennbar hier. Und auch wenn ich das Display drehe, es ist wirklich, es bleibt scharf. Wir haben, können hier auch immer noch das Bild wirklich gut erkennen, auch wenn ich es fast 180 Grad, wenn ich es fast 90 Grad drehe, absolut kein Problem. Also das hat mich wirklich hier überzeugt, die Qualität der Kamera. Okay, zum Ende hin würde ich euch dann gerne noch einmal hier ein Video zeigen. In dem Fall hier GoPro-Video. Und ich werde dazu einmal die Lautstärke hier ganz hoch fahren, denn das ist auch nochmal hier ein guter Moment, um die Lautstärke hier zu testen, das Gerät zu testen.
Also, wie schon zuvor erwähnt, wir haben hier wirklich ein super Display und die Bildqualität ist 1A, sowie der Kontrast und die Farben sind wirklich, wirklich gut. Wir sehen schon auch aus verschiedenen Blickwinkeln, es ist wirklich scharf. Und auch wenn ich noch näher rangehe, dann, wir können immer noch keine Pixel hier erkennen, also wirklich gute Qualität des Displays. Okay, das soll erstmal reichen hier für den Moment. Wie ihr sehen könnt, hier unten haben wir unsere Soft-Buttons, in dem Fall beleuchtet und vibrieren auch, wenn ich sie berühre. Im Mittel einmal hier der Home-Button, einmal der Zurück-Button und einmal hier der Recent-Button. Okay, ich würde sagen, das war's erstmal soweit von meiner Seite mit der Review für das Xiaomi Mi 3. Noch einmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir haben hier einen Snapdragon 800 Quad-Core-Prozessor getaktet mit 2,3 GHz, 2 GB RAM, 64 GB ROM, kein SD-Kartensteckplatz, ein SIM-Kartensteckplatz, einen fest verbauten 3050 mAh Akku, eine Custom-ROM, die MIUI V5 basierend auf Android 4.3, NFC steht zur Verfügung, Bluetooth 4.0 steht zur Verfügung, ein super GPS hier und ein 5 Zoll Full HD Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln. In dem Fall super kratzfestes, resistentes Corning Gorilla Glass 3 Display. Also, ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, schaut doch einfach mal bei uns rein, www.elektrofame.com. Ich würde sagen, das war es soweit von meiner Seite. Noch eine ganz kurze Info, bei uns gibt es kostenlos mit dazu. Hier die Schutzhülle plus einmal hier die getemperte Glasabdeckung, die auch nochmal super resistent ist. Und ich würde sagen, das Xiaomi Mi 3, auch wenn es etwas teurer ist, ist wirklich seinen Preis wert. Und wie man so schön sagt, Qualität hat ihren Preis. Also in dem Fall ist es allemal wert, wirklich das Geld hier auszugeben, denn es ist wirklich ein Phone mit den Hammer-Specs. Das haben wir eben auch nochmal im Benchmark gesehen. Also, bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Stay tuned. Ciao, ciao.